Also herzlich willkommen zur Simon Wiesenthal Lecture. Ich möchte Sie hier zu dieser ersten Simon Wiesenthal Lecture 2022 ganz besonders begrüßen, weil es eine Simon Wiesenthal Lecture eben ist, die wir wieder mit Publikum vor Ort auch stattfinden lassen können. Und möchte noch mal kurz daran erinnern, was diese Simon Wiesenthal Lectures eigentlich sind. Also als Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien haben wir auch einen starken Fokus in der Vermittlung. Und über diese Simon Wiesenthal Lectures wollen wir auch ein breiteres Publikum für unsere Themen interessieren und haben immer wieder Vorträge aus unterschiedlichen Bereichen der Holocaust-Studien, sehr viele auch in den letzten Jahren aus dem Bereich der Memory Studies und der Jewish Studies und wirklich Vorträge mit kulturwissenschaftlichen Schwerpunkten, die hier ganz klar auch einen Platz haben. Heute möchte ich ganz herzlich Sebastian Schiermeister zu dieser Lecture begrüßen. Und er wird uns unter dem Motto Recht auf Rache, literarische Vergeltungsfantasien nach der Shoah eben durch diesen Vortrag führen. Sebastian Schiermeister hat in Potsdam und Haifa jüdische Studien und Germanistik studiert und in Hamburg über Verflechtungen deutsch- und hebräischsprachiger Literatur promoviert. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter in Hamburg, Fellow am Rosenzweig-Zentrum in Jerusalem, Amos Oz, Gastprofessor in München und zuletzt Moritz Stern-Fellow am Lichtenberg-Kolleg in Göttingen. In seinem aktuellen Projekt Legitime Leidenschaften widmet sich Sebastian Schiermeister dem Nachdenken über Rache in jüdischen Literaturen nach der Shoah. Aus diesem Kontext wird auch sein Vortrag heute kommen. Und noch eine kleine Ergänzung, ab März wird Sebastian Schiermeister an der Uni Hamburg im Exzellenzcluster Wandering Artifacts zur Materialgeschichte deutsch-jüdischer Archive arbeiten. Auf einige seiner Veröffentlichungen möchte ich hier an dieser Stelle besonders aufmerksam machen. Begegnung auf fremder Erde, Verschränkung deutsch- und hebräischsprachiger Literatur in Palästina-Israel nach 1933, 2019 erschienen. Reading Elie Wiesel in Yiddish on Revenge, Readership and Translation, 2021 erschienen. Und ein kleiner Ausblick noch auf einen Text, der erst kommt, wo, wenn nicht hier, Rachefantasien und literarische Vergangenheitsbewältigung. Und das ist ein Beitrag, der im Begleitband zur großen Ausstellung Rache im Jüdischen Museum Frankfurt im Frühjahr 2022 erscheinen wird. Wir betreten also den Raum der Literatur. Willkommen, Sebastian, the floor is yours. Ganz herzlichen Dank, Marianne, für die Vorstellung, für die Einladung hierher nach Wien. Es ist ganz toll, mal wieder vor richtigen Menschen mit richtigen, halb sichtbaren Gesichtern sprechen zu können. Ich bedanke mich auch für die Gelegenheit, hier einfach ein paar Gedanken und Überlegungen und Beispiele aus meiner aktuellen Forschung vorzustellen. Und ich gebe zu, als ich die Namen der internationalen Kolleginnen und Kollegen so überflogen habe, die hier in den vergangenen Jahren eine Wiesenthal Lecture gehalten haben, war ich mir nicht ganz sicher, ob ich eher geehrt oder eher eingeschüchtert sein soll. Ich habe mich dann so für 50-50 entschieden und entschlossen, diese Einladung auch als Anlass zu nehmen, ein lange gehegtes Vorhaben in die Tat umzusetzen, nämlich mich mal etwas genauer mit Simon Wiesenthal und seinem Verhältnis zur Rache zu beschäftigen. Ein paar kurze Bemerkungen vorweg. Ich bin, das hat Marianne schon angekündigt, ich bin Literaturwissenschaftler, das ist schon nicht ganz unerheblich, und ich bin kein Jude. Das heißt, das beeinträchtigt oder beeinflusst natürlich sehr, wie ich die betreffenden literarischen Texte lese, wie ich darüber sprechen kann und auch wie ich gehört werde. Zudem ist das, was ich Ihnen hier heute präsentieren möchte, kein Abschlussbericht, sondern vielmehr ein Werkstattbericht, sozusagen eine Operation am offenen Herzen eines laufenden Forschungsvorhabens. Und ich möchte in der kommenden Dreiviertelstunde versuchen, ausgehend von Simon Wiesenthal in drei Schritten,
Mal schauen, dass wir das hier bewegt kriegen. Ha. In drei Schritten, anhand von Beispielen, Lektüren und Überlegungen, ein paar gedankliche Impulse zu setzen und freue mich, wenn wir dann im Anschluss den Abend in intensiver Diskussion über ein zugegeben nicht ganz einfaches Thema verbringen können. Deswegen ein kleiner Hinweis vorab. Das hat sich gezeigt, ich beschäftige mich jetzt seit einiger Zeit mit dem Thema Rache, vor allen Dingen in der Literatur. Und nachdem ich in Hamburg an der Uni mal ein Seminar gegeben habe zu diesem Thema, kam hinterher eine Studierende zu mir und meinte, Herr Schirmeister, ich habe das Gefühl, seit ich bei Ihnen was über Rache in der Literatur gelernt habe, finde ich die jetzt überall. Ich kann keinen literarischen Text mehr lesen und finde darin keine Rachemotive. Deswegen der Hinweis, wer sich intensiv damit beschäftigt, wird feststellen, dass das wirklich ein unglaublich verbreitetes, sehr menschliches Phänomen ist, was gerade in der Literatur sehr, sehr intensiv verarbeitet wurde. Fangen wir aber mit dem ersten Punkt an. Recht, nicht Rache, lautet das bekannte und viel zitierte Credo, unter das Simon Wiesenthal sein Leben, sein Überleben und sein Lebenswerk, das akribische und unbeirrte Aufspüren von mehr als 1000 NS-Täterinnen und Tätern, gestellt sehen wollte. Er hat diesen moralischen Anspruch unter anderem immer wieder durch diverse Anekdoten untermauert, in denen er persönlich andere Überlebende oder ehemalige Partisanen aktiv davon abgebracht haben will, Rache an Nazitätern zu nehmen. Für sein Beharren auf dem Rechtsweg war er bereit, in Kauf zu nehmen, dass Täterinnen oder Täter nicht belangt werden konnten oder freigesprochen wurden. Und hier stellt sich die erste Frage, von welchem Recht ist eigentlich die Rede? Und von wessen Recht? Österreichisches Recht? Deutsches Recht? Internationales Recht? Das Recht der Überlebenden? Das Recht der Getöteten? Das Recht der Angeklagten? Denn Recht an sich gibt es höchstens in philosophischen Essays. Es ist alles andere als eine absolute Größe. Es ist stets menschengemacht, historisch veränderlich, kulturell variabel und Recht ist vor allen Dingen immer Auslegungssache. Vor allem aber hat, das hat auch Wiesenthal zu Genüge erfahren, jedes Recht stets eine Macht, die seine Einhaltung oder Umsetzung garantiert. Hannah Arendt hat 1949 mit Blick auf die vielen staatenlosen Flüchtlinge in einem Essay auf die Aporie vermeintlich universaler und allgemeiner Menschenrechte in einer noch immer nationalstaatlich geordneten Welt hingewiesen. Solange jeder Staat nur den partikularen Rechten seiner eigenen Bürgerinnen und Bürger verpflichtet ist, sei die allgemeine Erklärung der Menschenrechte nicht viel wert. Hinzu kommt, dass sich viele der NS-Verbrechen durchaus im Rahmen des in NS-Deutschland geltenden Rechts bewegten. Der Straftatbestand Verbrechen gegen die Menschheit wurde überhaupt erst für die Nürnberger Prozesse eingeführt. Das Verbrechen war den dazugehörigen Rechtsbegriffen gewissermaßen einen Schritt voraus gewesen. Und wenn wir uns die juristischen und politischen Diskussionen um den Beihilfebegriff in der Bundesrepublik seit der frühen Nachkriegszeit anschauen, wird das Ganze noch komplizierter. Doch ich will mich gar nicht in juristischen Spitzfindigkeiten verlieren, von denen ich selbst nur wenig verstehe. Aus meiner, zugegebenermaßen durch ein spezifisches Forschungsinteresse gefärbten Perspektive, erscheint der zweite Teil des Wiesenthalschen Diktums wesentlich bedeutsamer und interessanter, die Negation der Rache. Diese kategorische Gegenüberstellung von Recht und Rache lässt sich in zwei Richtungen deuten. Einmal als nach innen gerichtetes Mantra zur Impulskontrolle, wenn Sie so wollen. Also wenn wir davon ausgehen, dass auch Wiesenthal durchaus nicht frei war von entsprechenden Regungen. Er war schließlich ein Mensch, er hatte selbst Schreckliches erlebt und seine ganze Familie verloren. Zweitens aber als nach außen gerichtete Verteidigung gegen die zahlreichen Anfeindungen, von denen er in seinen Erinnerungen auch berichtet. In seinem äußerst lesenswerten Buch über das schwierige Verhältnis der Moderne zur Rache schreibt Fabian Bernhard über Simon Wiesenthal, ich zitiere, das Image als Nazi-Jäger, jüdischer James Bond oder Rächer der Juden, das die internationale Presse ihm verliehen hatte, wies er zwar stets von sich, in seinem Erinnerungsbuch, das sich streckenweise wie ein Agentenkrimi liest, scheint er aber zumindest zwischen den Zeilen durchaus mit der Rolle zu kokettieren. Mit ambivalenten Folgen. Für die Verkaufszahlen des Buches war der Wiesenthal umgebende Ruch des Rächers zweifellos von Vorteil. Zugleich spielte er jedoch auch denjenigen in die Hände, die darauf aus waren, Wiesenthals Tätigkeit als bloßen Rachefeldzug zu kompromittieren. Gerade in Österreich, von wo aus Wiesenthal nach dem Krieg wirkte, gab es viele, die in ihm lediglich den unbarmherzigen Rächer sahen.
Wie um sicherzugehen, dass diese nicht das letzte Wort behalten, liest sich der Titel, unter den Wiesenthal seine Erinnerungen gestellt hat: Recht, nicht Rache. Der Titel verleiht dem ganzen Werk den Charakter einer Apologie. Als habe Wiesenthal um jeden Preis vermeiden wollen, dass die Erinnerung an sein Lebenswerk unter demselben Verdacht begraben werde, der die Zeugin in dem Prozess gegen Hermine Braunsteiner ereilte, als sie sich dazu hinreißen ließ, ihren Zorn unverstellt zum Ausdruck zu bringen. Und Fabian Bernhard spielt hier auf eine Szene an, die sich im US-Prozess gegen Hermine Braunsteiner ereignete, nachdem diese von Wiesenthal enttarnt worden war. Eine Zeugin, die selbst Braunsteiners Grausamkeit im KZ erlebt hatte, verlor im Gerichtssaal die Beherrschung und verletzte damit die Spielregeln des Gerichtsverfahrens, wo nur die Abwesenheit bestimmter Emotionen Glaubwürdigkeit garantiert. Und wie tief verankert dieser Reflex ist, Rache als mögliche Motivation auch ungefragt von sich zu weisen, konnte man noch in den letzten Jahren anhand der Äußerungen von Nebenklägerinnen und Nebenklägern, Zeuginnen und Zeugen, Beobachterinnen und Beobachtern bei den Prozessen gegen John Demjanjuk, Oskar Gröning oder Bruno Dey beobachten. Der Tenor ist überall derselbe. Niemand will Rache. Die Angst davor, sich dadurch zu diskreditieren, ist offensichtlich noch immer ähnlich hoch wie bei Wiesenthal. In seiner Wiesenthal-Biografie beschreibt Tom Segev, wie sich Wiesenthal 1967 über Michael Bar-Sohars Buch Le Vengeur, das haben wir hier auch auf der Folie, entrüstet hat, weil es tatsächliche Racheakte und Pläne von Juden in der Nachkriegszeit beschreibe und so rechten Kreisen Argumente für die Behauptung liefere, die Juden seien doch auch nicht besser. Wiesenthal ging so weit, die von Bar-Sohar recherchierten Tatsachen schlicht heraus zu bestreiten. Ähnliche Debatten entzündeten sich 30 Jahre später rund um die deutsche Ausgabe von John Sachs Buch An Eye for an Eye. Auch hier ließ sich der Vorwurf der Geschichtsfälschung nicht erhärten. Dennoch ließ der Piper Verlag die bereits gedruckten Exemplare vorsorglich einstampfen. Dabei lässt sich der auf Diskreditierung und Delegitimierung abzielende Vorwurf, sie wollten doch nur Rache, dem sich neben Wiesenthal auch viele andere sogenannte Nazijägerinnen und Nazijäger ausgesetzt sahen, auch gegen den Strich lesen. Ist der Vorwurf doch eine Art ungewollte Anerkennung des zugrunde liegenden Verbrechens? Ohne dieses Verbrechen wäre der Vorwurf haltlos. Rache verweist immer auf ein zurückliegendes Unrecht. Sie ist immer eine zweite Tat, die auf eine erste Tat reagiert. Rache ist ohne diese erste Tat gar nicht denkbar. Wer Rache sagt, erzählt immer schon eine Geschichte, die das initiale Unrecht notwendig mit einschließt. Der Philosoph Friedrich Nietzsche, der viele verstörende, aber auch kluge und zutreffende Gedanken zur Rache geäußert hat, geht sogar so weit zu sagen, es gäbe gar keine Möglichkeit, sich nicht zu rächen, sofern es einen allgemein anerkannten Anlass für die Rache gibt. Nietzsche schreibt in Menschliches allzu Menschliches, sich nicht rächen, es gibt so viele feine Arten der Rache, dass einer, der Anlass hätte, sich zu rächen, im Grunde tun oder lassen kann, was er will. Alle Welt wird doch nach einiger Zeit übereingekommen sein, dass er sich gerecht habe. Sich nicht zu rächen steht also kaum im Belieben eines Menschen. Dass er es nicht wolle, darf er nicht einmal aussprechen, weil die Verachtung der Rache als eine sublime, sehr empfindliche Rache gedeutet und empfunden wird. Woraus sich ergibt, dass man nichts Überflüssiges tun soll. Folgen wir Nietzsche in dieser Argumentation, dann ist also Wiesenthals ausdrückliche Negation der Rache vergebliche Liebesmüh. Und noch einen letzten Aspekt möchte ich aus diesen drei Worten bei Wiesenthal ableiten. Sie merken schon, Literaturwissenschaft ist vor allen Dingen die hohe Kunst, aus ganz wenigen Worten ganz viele Worte zu machen. Recht, nicht Rache, ist die kürzestmögliche Fassung der großen Fortschrittserzählung von der Überwindung der Rache durch das Recht. Wir finden sie im antiken griechischen Drama, wir finden sie in der hebräischen Bibel oder beim englischen Philosophen Sir Francis Bacon. Dieser schreibt 1625 in seinem Essay Of Revenge: Die Rache ist eine Art ungezähmter Justiz, die umso gründlicher vom Gesetz ausgerottet werden sollte, je mehr die Natur des Menschen Zuflucht zu ihr nimmt. Was das vorangegangene Unrecht angeht, so verstößt es gegen das Gesetz. Aber die Rache für dieses Unrecht setzt das Recht außer Kraft. Gewisslich steht derjenige, der Rache übt, auf einer Stufe mit seinem Feinde, aber wenn er verzeiht, ist er ihm überlegen, denn die Gnade ist das Vorrecht des Fürsten. Das Vergangene ist unwiderruflich vorbei und weise Menschen haben genug mit der Gegenwart und der Zukunft zu tun. Deshalb machen es sich diejenigen selbst schwer, die sich an den Geschehnissen der Vergangenheit abmühen.
Aber was ist, das ist jetzt meine Frage, wenn Recht und Gesetz versagen? In diesem Fall macht Bacon tatsächlich ein Zugeständnis an die Rache und schreibt, zitiere, die erträglichste Art der Rache ist die für ein erlittenes Unrecht, das kein Gesetz wiedergutmachen kann. Doch dann soll derjenige, der Rache nimmt, darauf achten, dass sie von keinem Gesetz bestraft werden kann, denn sonst ist der Feind im Vorteil und es steht 2-1. Also so ganz hundertprozentig kriegt Bacon die Rache auch nicht aus der Welt heraus argumentiert. Und Hannah Arendt wird 3 Jahrhunderte später sagen, in bestimmten Ausnahmefällen könne Rache dafür sorgen, ein verletztes Gerechtigkeitsempfinden wiederherzustellen. Hier zeigt sich das, was Fabian Bernhard als blinden Fleck oder als Inkognito der Rache bezeichnet. Wir wollen sie nicht, wir streiten sie ab, wir erzählen uns, wir hätten sie überwunden, wir projizieren sie auf andere, fremde, vermeintlich wilde, unzivilisierte Kulturen oder weit in die eigene Vergangenheit. Aber sie ist dennoch da. So auch bei Wiesenthal. Der Titel seiner Erinnerung besteht lediglich aus 3 Worten. Und 1 davon ist Rache. Versuchen Sie mal, ein Buch mit diesem Titel zu lesen, ohne beim Lesen über Rache nachzudenken. Die Sozialpsychologie nennt das ironische Prozesse. Das ist der berühmte rosa Elefant, über den man nicht nachdenken soll. Indem dieses Wort da steht, ist das Wort gesetzt, auch für dieses Buch. Reden wir also über Rache. Und treffen wir gleich zu Beginn eine elementare Unterscheidung. Die zwischen Rachewunsch und Racheakt. In ihrem wunderbaren Buch Questions I Am Asked About the Holocaust schreibt die überlebende und langjährige Zeitzeugin Hedi Fried, While I was in the camps, I hated all Germans. I was filled with vengeful feelings. Had I been given the opportunity, I would probably have taken my revenge. But after liberation, I and most of the others understood that vengeance would only make us sink to the same level as the murderers. Our revenge is that we, who were supposed to be exterminated, still live and have new families. Diese Form der Anerkennung von Rachegefühlen bei gleichzeitiger Absage an konkrete gewaltsame Racheakte oder aber die Umdeutung von Erreichtem, also Überleben, Familie, Nachkommen, künstlerisches Schaffen, als Rache, findet sich in vielen Variationen. Die zumindest angesichts des Ausmaßes der Verbrechen erstaunliche Seltenheit tatsächlicher Racheakte in der Nachkriegszeit ist zu einem eigenen Topos der historischen Forschung geworden. Frank Bies und Mark Roseman zum Beispiel haben aufschlussreiche Beiträge zu diesem Thema geschrieben. Ira Hirschman, der das besetzte Deutschland im Auftrag der US-Regierung besuchte, schrieb von Incredible Self-Restraint, also unglaublicher Zurückhaltung der Überlebenden. Und in Elie Wiesels Lagererinnerungen Nacht heißt es am Ende, aber keine Spur von Rache. Später allerdings kommentiert Wiesel diese Abwesenheit der Rache unter Verweis auf das Versagen der Nachkriegsjustiz eher mit einer Mischung aus Unverständnis und Bedauern. In seiner Autobiografie Alle Flüsse fließen ins Meer schreibt Wiesel, die jüdischen Rächer waren nicht sehr zahlreich und ihre Rachsucht war von kurzer Dauer. Mir fällt die Befreiung Buchenwalds ein. Die jüdischen Gefangenen hätten allen Grund gehabt, nach Deutschland zurückzukehren, über das Land herzufallen und seinen Stolz zu brechen. Es wäre ein leichtes gewesen, sich Waffen zu besorgen, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf zu ziehen, die Schuldigen zu bestrafen und ihren Gehilfen die Hölle heiß zu machen. Und die Welt hätte geschwiegen. Die Welt hätte es verstanden. Doch abgesehen von einigen Einheiten der jüdischen Brigade aus Palästina, die Deutschland auf der Jagd nach den Mördern unseres Volkes durchkämmten, haben die Juden aus tief in ihrer Geschichte verankerten Gründen des Glaubens und der Ethik einen anderen Weg gewählt. Es gab keine blutigen Vergeltungsschläge, wenige Massenhinrichtungen, keine öffentlichen Prügel. Es gab keine kollektive Vergeltung. Außer den Nürnberger Prozessen und einigen großen Verfahren gegen verbrecherische Ärzte und gegen die Einsatzkommandos geschah nichts. Nahezu nichts. Die Entnazifizierung kann man im Grunde genommen kaum ernst nehmen. Das Rechtssystem in Deutschland ist verschont geblieben. Nazi-Richter urteilen jetzt über angeklagte Nazi-Verbrecher. Und keiner stört sich daran, nicht einmal die internationale jüdische Gemeinde. Das kann man einfach nicht verstehen. Bei Wiesenthal klingt die Begründung für das Ausbleiben der Rache direkt nach der Befreiung etwas profaner. Das retrospektive Bedauern hierüber ist aber auch bei Wiesenthal spürbar. In diesen ersten Wiesenthal-Memoiren The Murderers Among Us schreibt Josef Wexberg Folgendes. Wiesenthal admits that the historical chance of moral retribution was missed.
The survivors of the camps were too weak, too apathetic for any concerted action. We were hardly able to walk. Some of us were more dead than alive when we were liberated. Still, this is not a valid excuse. Later on, when we were physically stronger, everybody wanted to get away from the horrors of the past as quickly as possible. Life was cruel, but life had to go on. Our critics have a point. It's too late now. Many murderers will remain among us. Ich weiß nicht, ob Sie das erkennen können. Auf dem Cover von The Murderers Among Us finden Sie genau diese Beschreibung Wiesenthals als Rächer. Da steht, the up to the minute memoirs of the world's most feared avenger, also der von der Welt am meisten gefürchtete Rächer. Das ist genau diese Art, wie er sozusagen vermarktet wurde, weil sich offensichtlich zu dem Zeitpunkt auch nicht gegen gewehrt hat, was er aber versucht hat, mit seinen eigenen Erinnerungen dann wieder ein bisschen einzufangen. Wenn sich aber das Verlangen nach Rache, beziehungsweise das Gefühl, der Gerechtigkeit sei nicht Genüge getan worden, nicht in groß angelegten Racheakten äußerte und auch Jahrzehnte später noch zu spüren ist, muss die Frage gestellt werden, ob sich diese Gefühle nicht anderswo manifestiert haben. Der Shoah-Forscher Burl Lang, der sich mit der tatsächlichen und diskursiven Abwesenheit von Rache in der Nachkriegszeit beschäftigt hat, bietet als Antwort die These vom Displacement-Effekt an. Der Rachewunsch sei, so Lang, im freudschen Sinne verschoben worden. Wohin? Sie können sich vermutlich denken, was der Literaturwissenschaftler darauf für eine Antwort gibt. Ja, selbstverständlich in die Literatur. Wo, wenn nicht hier, können die Unbegreiflichkeiten des Geschehenen und die aus ihr resultierenden Gefühle und Gedanken, Wünsche und Verwünschungen erkundet, erprobt und erlebt werden? Im weiten Feld der Literatur kommt alles auf den Tisch. Bewusstes und Unbewusstes, Bequemes und Unbequemes. Hier lässt sich experimentieren, ohne dass jemand ernstlich verletzt wird. Widersprüche dürfen stehen bleiben. Es gibt keinen Zwang zur sinnvollen Lösung, kein Druck zur Versöhnlichkeit. Literatur ist freier als andere Formen der Auseinandersetzung mit heiklen Themen. Und damit sind wir beim zweiten Punkt angekommen. Ein wütender Strom hebräischer Panzertruppen ergießt sich urplötzlich durch die dunklen polnischen Wälder. Alles, was ihnen im Weg steht, zerschmettern sie mit Geschützsalven. Lange Nazi-Kolonnen, Schützengräben, triste Befestigungen. Ein Sturm der Vernichtung fegt über Polen hinweg und keine Macht der Welt vermag ihn aufzuhalten. Panzerbewehrter jüdischer Zorn überspült slawisches Land, zermalmt Felder und Wälder, flutet reißend weiter und weiter. Im nächsten Augenblick fallen die Juden des Ghettos im Freudentaumel mit Schreien und Schluchzen diesen Panzern an den Hals, betasten mit irren Fingern wieder und wieder den jüdischen Stahl. Wie wild diese Freude ist, als hätte sich der Himmel selbst aufgetan und die Rache der Märtyrer ergösse sich mit furchtbarem Grauen auf die Erde. Angstschlotternd fliehen die Reste der Gestapo zur Rechten und zur Linken von schrecklichen Eisenketten überrollt. So, Moment mal, sagen Sie, jüdische Panzer überrollen Nazis in Polen. Die Episode aus dem Zweiten Weltkrieg, davon habe ich noch nie was gehört. Es ist keine vergessene Episode aus dem Zweiten Weltkrieg. Es ist die spontane Fantasie des abgehalfterten Gewerkschaftsreders Schrager Unger aus Amos Oz' Novelle Späte Liebe, die in einem Band mit dem Titel Dem Tod entgegen erschien, 1970. Ausgelöst von der Fotografie israelischer Panzer im Einsatz, gibt sich Oz' Protagonist dem Gedanken hin, was dieselben Panzer 25 Jahre zuvor in Europa hätten bewirken können. Nach der Befreiung Warschaus lässt Schrager Unger dann seine Panzer gen Russland donnern und Jahrhunderte des Judenhasses vergelten. In Kischinew, Schauplatz der berühmten Pogrome von 1903-1905, nimmt der israelische Kommandeur Moshe Dayan dann die Kapitulation entgegen. Ein kontrafaktisches Szenario. Was wäre gewesen, wenn? Was Oz hier in gewaltigen Bildern ausmalt, ist weniger ein elaboriertes Gedankenspiel über alternative Geschichtsverläufe als ein Triumph der Vorstellungskraft über die frustrierende historische Realität. Ein Triumph, der nach wenigen Seiten wieder in sich zusammenfällt. Ein kurzes, aber kraftvolles Aufflackern in der ansonsten eher bedrückend und wenig zuversichtlichen Erzählung eines alternden Mannes, der keinen rechten Platz mehr in der Welt hat. Aber als vorübergehende Fantasie wirft die Passage ganz grundsätzlich die Frage auf, welche Rolle literarische Imagination bei der Bewältigung von historischem Unrecht spielen kann. In seiner berühmten Gegenüberstellung von Geschichtsschreibung und Dichtung schreibt Aristoteles, erstere würde darstellen, was geschehen ist. Letztere dagegen, was geschehen müsste.
Deshalb sei, so Aristoteles, die Dichtung auch philosophischer und bedeutender als die Geschichtsschreibung. Die hieraus abzuleitende Freiheit der Dichtung oder Poetic License kann durchaus dafür genutzt werden, literarisch für Gerechtigkeit zu sorgen, Poetic Justice. Selbst wenn, oder vielleicht gerade wenn, das Erdichtete im Widerspruch zu den historischen Tatsachen steht. Denn gegenüber der Vergangenheit sind wir alle machtlos. Da hat Francis Bacon völlig recht. Geschehenes lässt sich nicht ungeschehen machen, Tote lassen sich nicht wiederbeleben. Das kann nur Literatur. Und in der literarischen Manipulation von Geschichte, bei der nun die anderen unter die Räder kommen, liegt ein kraftvolles Moment der Selbstermächtigung. Insbesondere dann, wenn sich historisches Gerechtigkeitsempfinden mit dem uralten literarischen Motiv der Rache paart. Über dieses Verlangen nach Rache schreibt der bereits zitierte Fabian Bernhard ganz nüchtern und ohne moralische Wertung, es entspringe dort, Zitat, wo sich Handeln und Erleiden überkreuzen. Das heißt dort, wo eine Handlung von jemandem erlitten wird. Ziel der Rache sei es dann, ich zitiere wieder Bernhard, eine Umkehr des Richtungsvektors von Handeln und Erleiden. Also wer gelitten hat, will handeln, wer gehandelt hat, soll leiden. Mit anderen Worten, Rache ist immer eine Frage der Handlungsmacht. Sie ist zudem öffentlichkeitswirksam, wie der niederländische Psychologe und Shoah-Überlebende Nico Freider in seinen Überlegungen zur Rache betont. Freider schreibt, durch Rache korrigiert man das Machtverhältnis. Auch erstreckt sich wiedergewonnene Macht in die Zukunft. Man präsentiert sich für alle sichtbar als jemand, mit dem man rechnen muss. Jetzt werden Sie vielleicht zu Recht einwenden, es wäre doch etwas vermessen, derart weitreichende Überlegungen zum Verhältnis von Geschichte, Literatur, Rache und Macht aus einer einzelnen Passage in einer einzelnen Novelle eines einzelnen Autors abzuleiten. Doch Schrager Unge ist mit seinen entfesselten Rachefantasien keineswegs allein. In Isaac Bashevis Singers Roman Feinde, die Geschichte einer Liebe von 1972, wird die Hauptfigur Hermann Broder regelmäßig von kontrafaktischen Rachefantasien heimgesucht. Sofern ihm seine komplizierten New Yorker Frauengeschichten Zeit dafür lassen, Zitat, führte er seinen üblichen Krieg mit den Nazis, bombardierte sie mit Atombomben, zerschlug ihre Armeen mit Geheimwaffen, hob ihre Flotte aus dem Meer und setzte sie in der Nähe von Hitlers Villa in Berchtesgaden auf Land. Und entgegen der historischen Realität der Nachkriegszeit gelingt es Broder in seinen Tagträumen, Zitat, alle vor Gericht zu bringen, die bei der Vernichtung der Juden beteiligt gewesen waren. Das ist gar nicht mal so sehr eine Rache, als vielmehr eine Rechtsfantasie. Neben diesen doch etwas armseligen Tagträumern bei Oz und auch bei Singer nehmen sich die jüdischen Partisaninnen und Partisanen aus Primo Levis Roman Wann, wenn nicht jetzt, von 1982, ungleich heldenhafter aus. In ihrem titelgebenden Lied heißt es, unsere Brüder sind gen Himmel gefahren durch die Kamine von Sobibor und Treblinka. Überlebt haben nur wir paar, unserem geschundenen Volk zur Ehre, zur Zeugenschaft und zur Rache. Wer für mich, wenn nicht ich? Wie, wenn nicht so? Wann, wenn nicht jetzt? Auch hier, Handeln statt Leiden, mit dem paraphrasierten Segen des großen Rabbi Hillel. Der wird in der Mishnah im Traktat Avot so zitiert. Wenn ich nicht für mich bin, wer ist dann für mich? Wenn ich nur für mich bin, was bin ich dann? Wenn nicht jetzt, wann sonst? Zugegeben, Levis fiktive Bande von Versprengten hat nicht die Wucht einer zeitreisenden israelischen Panzerdivision. Aber als eine Kameradin im besetzten Deutschland hinterrücks erschossen wird, nehmen sie rücksichtslos Rache an den Deutschen. Den nachträglichen Skrupeln stellt ihr Anführer eine entscheidende Frage entgegen. Wie erklärt es sich dann, dass ich mich jetzt wohler fühle? Denn Lust und Befriedigung gehören ebenso zur Rache wie der Wunsch, handelnd die eigene Ohnmacht zu überwinden. Dieser Lustaspekt, der bereits der Vorstellung von Vergeltung innewohnt, den finden wir bereits bei Aristoteles. Und eine in diesem Sinne befriedigende Handlung kann durchaus auch das Schreiben oder aber das Lesen eines literarischen Textes sein, in dem der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Die ästhetische Befriedigung, das lustvolle Gefühl poetischer Gerechtigkeit, wenn Übeltäter ihre wohlverdiente Strafe erhalten, lässt sich nicht leugnen, schreibt der amerikanische Rabbiner Arthur Lelieveld. Anders wäre die anhaltende Konjunktur jüdischer Rächerinnen in der Literatur, die auf ganz unterschiedliche Weise mit ganz unterschiedlichem Ausgang nach Vergeltung streben, auch gar nicht zu erklären. In Amos Oz ersten Roman, Ein anderer Ort von 1966, rächt sich Zacharia Berger, der sich in Deutschland symbolhaft Siegfried nennt, für die Ermordung seines Vaters, indem er mit
in seinem mit Wiedergutmachungsgeld finanzierten Münchner Nachtclub ehemalige Nazis beschäftigt, belustigt und sie nach Strich und Faden ausnimmt. Den Verwandten in Israel beschreibt er in biblischen Bildern in seinen Briefen die Genugtuung, die ihm sein Tun im Land der Mörder bereitet. Zitat: Ich gehe meinen Geschäften nach und gieße meinen Zorn über die Goyim aus, wie es in unserer Pessach-Haggadah heißt. Ich habe einen Türsteher engagiert, einen, der ein hohes Tier bei der Gestapo gewesen ist. Wenn ihr sehen könntet, wie er vor mir kuscht und Katz buckelt, würdet ihr euch mit mir freuen. Selig, wer wie ich sein Mütchen an seinem Feinde kühlen darf. Rache ist süß, süßer denn Honig. Mir ist das Silber und mir ist das Gold. Und sie umschwänzeln mich mit: Jawohl, Herr Berger, bitte, Herr Berger, danke, Herr Berger, wunderbar, Herr Berger. Wenn ich in einer der folgenden Wochen zu euch komme, werde ich genaueres von ihm erzählen. Und wir können uns alle an der Schmach unserer Hasser freuen, der Schmach unseres wütenden Feindes. Es gibt Recht und Gericht auf dieser Welt, sage ich, wenn nicht erst später, nachdem ich verdorben auf Erden, mein Recht soll mir werden, wie unser Nationaldichter singt. Dem Sohn eines polnisch-jüdischen Kantors, der in den Krematorien Sobibors verbrannte, ist es vergönnt, den Sohn, Enkel und Urenkel eines preußischen Junkers zu schinden, des Teufels Sohn höchstpersönlich. Und er ist mir noch dankbar, dass ich ihm 2 Groschen mehr zahle, als Türsteher in anderen Clubs bekommen. Wunder über Wunder, sage ich, Zeichen und Wunder mit starker Hand und ausgestrecktem Arm. Ganz ähnliche Figuren sich genüsslich rächender jüdischer Geschäftsleute finden wir zum Beispiel in Maxim Billers Erzählung Meine Tage mit Frenkel oder in Gershon Schakets erst kürzlich auf Deutsch, ich glaube sogar hier in Wien bei Theodor Kramer Gesellschaft, erschienenen Roman Immigranten. Andere Autorinnen und Autoren wie Yehuda Amichai, Dan Ben-Amotz, Jurek Becker, Aaron Appelfeld oder Rivka Kehren haben dem jüdischen Wunsch nach Rache für die deutschen Verbrechen und den Folgen dieses Wunsches ganze Romane gewidmet. Ich will hier nur eine Passage aus Dan Ben-Amotz' Roman zitieren, die noch einmal deutlich macht, wie eng das Verlangen nach Rache an ein tief verletztes Gerechtigkeitsgefühl und an ein Versagen der Nachkriegsjustiz geknüpft sein kann. Als der Protagonist Uri Lam, der wegen einer Entschädigungsangelegenheit aus Israel nach Frankfurt am Main gekommen ist, dort eine vollbesetzte Kneipe betritt, beschreibt er seine Gedanken so. Wieso eigentlich nicht? Schoss es mir durch den Kopf. Warum nicht den Karl Gustav unter dem Regenmantel hervorziehen, mich mit dem Rücken an die Tür lehnen und mit einer Salve die ganze Bierstube sauber fegen, aus der Hüfte schießen und damit die ganzen alten Kerle dort erledigen, hören, wie das Glas splittert, entsetzte Schreie, das Stöhnen der Verwundeten, zusehen, wie sie sich auf dem Fußboden wälzen und sich die herausquellenden Gedärme halten, zerschmetterter Gesichter in großen, klebrigen Blutlachen. Warum nicht? Dann die Sirenen der Unfallwagen der Polizei und du stehst wegen Mord vor Gericht. Gut, ich habe gemordet und wenn schon. Was wollt ihr eigentlich von mir? Verknackt mich eben für 3 Jahre, so wie eure Massenmörder. Unsinn. Was wäre damit wieder gut gemacht? Was wäre mit den anderen, mit all den anderen, die verschleppt haben, geraubt, eingesperrt, geschlagen, geplündert haben, gequält, erschossen, vergewaltigt haben, den Gashahn aufgedreht haben, die unterschrieben haben? Was ist mit denen? Kann man das ganze Volk nach diesem Verfahren erledigen? Wann könnte man sich dann die Hände waschen und sagen, so, das wär's. Die Sache hat doch kein Ende. Für den Mord, den du begangen hast, wirst du gemordet. Und deine Mörder enden durch Mord. Das Feld literarischer Rachefantasien ist weit, viel weiter, als ich hier zeigen kann. Doch es hat, und auch das ist wichtig zu betonen, seine Grenzen. Gefühlte, gedachte und geschriebene Rache ist literarisch legitim, aber selbstverständlich keine Maßgabe für politisches Handeln. Als der israelische Ministerpräsident Menachem Begin 1982 die Bombardierung Beiruts mit einem Verweis auf Adolf Hitler rechtfertigte, antwortete ihm Amos Oz in einem eindrücklichen Essay. Und Oz schrieb: Herr Begin, Hitler ist vor 37 Jahren gestorben. Bedauerlich oder nicht, Tatsache ist, Hitler versteckt sich nicht in Nabatija, in Sidon oder in Beirut. Er ist tot und zur Asche verbrannt. Dieser Drang, Hitler auferstehen zu lassen, nur um ihn wieder und wieder zu töten, entspringt einem Schmerz, den sich Dichter zunutze machen können, nicht jedoch Staatsmänner. Für sie ist es gefährlich und Sie, Herr Begin, sind, soweit ich weiß, kein Dichter. Mit anderen Worten, Rache zu nehmen an der unbestreitbaren Unerträglichkeit der Geschichte ist und bleibt das Privileg der Literatur und anderer Künste mit poetischer Lizenz. Simon Wiesenthal wird wiederholt, unter anderem bei Tom Segev in der Biografie, mit der resignierten Aussage zitiert,
Hitler habe zwar den Krieg verloren, die Überlebenden aber die Nachkriegszeit. Vielleicht ist Literatur tatsächlich der Ort, an dem diese Niederlage keinesfalls endgültig ist. Das auffällige Interesse für historische wie imaginäre Geschichten von jüdischen Rächerinnen und Rächern in den letzten Jahren scheint jedenfalls in diese Richtung zu deuten. Und mit einem kurzen Blick auf dieses Phänomen möchte ich allmählich zum Ende kommen. Kein Schreck kriegen, jetzt wird's bunt. Das sind, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, einige Beispiele aus den so letzten 10 bis 15 Jahren. Aus der Literatur, aus dem Kino, aus dem Theater, aus dem Streaming, aus dem Museum. Alles Beschäftigung ganz explizit mit Fragen jüdischer Rache. Historisch basiert, völlig imaginär und fantastisch. Also Sie haben natürlich den absoluten Klassiker unten links, Inglourious Basterds von Quentin Tarantino, der so einer Dammbruch war für bestimmte künstlerische Formen der Beschäftigung mit jüdischer Rache. Sie haben aber auch ganz aktuell erschienene von Dina Porat hier ein großes Buch, eine große historische Studie über Aberkovna. Sie haben Plan A, der ist gerade im letzten Dezember in Deutschland zumindest in die Kinos gekommen, ein Spielfilm über Aberkovna und den heute verrückt klingenden Plan, das Trinkwasser in deutschen Großstädten zu vergiften, um 6 Millionen Deutsche zu töten. Romane, andere Filme, das Buch von Fabian Bernhardt. Sowohl bei Netflix als auch bei Amazon gibt es jeweils Serien, die ganz explizit, in dem einen Fall ist es Hunters, in dem anderen Fall ist es Jaguar, die sich ganz explizit genau dieser Frage widmen und wirklich auf teilweise fantastische Art und Weise sich mit jüdischer Rache beschäftigen. Aus der X-Men-Reihe gibt es X-Men First Class, ein Film, das ist nur ein einziges großes Rache-Epos. Und wir gehen ins Kino und wir schauen uns das an und wir können damit sehr gut umgehen, weil wir bestimmte Erzählschemata aus dem Kino einfach kennen und akzeptieren gelernt haben. Es ist wirklich, es ist nicht vollständig, es gibt noch mehr mit dem schönen rosanen Rachewort, das ist das Cover von dem bereits angekündigten Katalog des Jüdischen Museums in Frankfurt, der hoffentlich im März erscheint. Die Frage ist, warum jetzt? Also warum ist jetzt die Zeit, dass plötzlich auf allen Kanälen und in ganz unterschiedlichen medialen Formaten jüdische Rache thematisiert wird und sozusagen künstlerisch verarbeitet wird? Die vielleicht einfach so ein bisschen unspektakuläre, profane Erklärung wäre, ist es ein bequemes, wohlbekanntes Erzählschema. Rache kennt man. Rache finden wir in antiken griechischen Dramen bis in die Literatur der Gegenwart. Rache verstehen wir. Wir müssen nicht in der griechischen Antike gelebt haben, um zu verstehen, was Medea dazu bewegt, zu tun, was sie getan hat. Das ist das eine. Zum anderen ist der Bezug zur Shoah und zur Frage nach jüdischer Rache für die deutschen Verbrechen ein relativ bequemer Weg, eine einfache Aufteilung zwischen Gut und Böse zu erreichen. Das heißt, eine Erklärung dafür, warum so viel gerade in diesem Bereich passiert wäre, ist es sozusagen relativ leicht zugänglich. Ein zweiter Erkläransatz wäre vielleicht zu sagen, es gibt inzwischen eine ausreichende historische Distanz zu den Ereignissen. Also anders noch als Simon Wiesenthal, der in den 60ern in Wien natürlich unter völlig anderen Bedingungen gearbeitet hat und sich geäußert hat und sich Gedanken gemacht hat, sind wir heute so weit davon weg, dass es vielleicht möglich ist, etwas, was immer da war, und wenn man zum Beispiel, wie ich, in der Literatur nach diesem Rachemotiv sucht, wird man in allen Nachkriegsdekaden fündig. Das war immer da. Aber heute ist irgendwie, oder seit einigen Jahren ist offensichtlich ein Zustand eingetreten, wo man das offener diskutieren kann. Gewissermaßen das Bild von der Vergangenheit, was wir haben, bis zu einem gewissen Grad vervollständigen. Und sicher hat diese historische Distanz auch etwas damit zu tun, dass die letzten und allerletzten Zeuginnen und Zeugen nun wirklich verschwinden. Das gilt auch für die letzten Täterinnen und Täter. Die dritte Überlegung, warum das gerade so eine Konjunktur, kann man fast sagen, hat, wäre zu sagen, es ist ein Zeichen eines sich verändernden Erinnerns. Das ist gewissermaßen die optimistischste oder der produktivste Versuch, dem etwas abzugewinnen. Rache und Racheerzählungen sind das Gegenteil von Schlussstrich und Vergangenheitsbewältigung. Rache macht Dinge immer wieder gegenwärtig, holt sie immer wieder hervor, lässt sie eben gerade nicht
in der Vergangenheit ruhen. Und vielleicht ist die Möglichkeit eines empathischen Zugangs, eines vielleicht nicht Verstehens, aber doch bis zu einem gewissen Grad Hineinfühlens, ein Zugang, den wir gewohnt sind aus dem Kino, aus der Literatur. Vielleicht ist das doch eine Möglichkeit, noch einmal anders zueinander zu kommen, in die Begegnung zu kommen und über die gemeinsame und zugleich geteilte Vergangenheit zu sprechen. Ich bin an diesem Punkt am Ende dessen, was ich vorbereitet habe, angekommen. Ich möchte ganz kurz, falls Sie noch nicht genug der Rache haben, einen Werbeblock einschieben und nochmal auf die Ausstellung in Frankfurt hinweisen, die übrigens, wenn alles klappt und ich richtig informiert bin, unter anderem den Original-Baseballschläger aus Quentin Tarantinos Inglourious Basterds beinhalten wird, der eigentlich hier in Wien im Jüdischen Museum liegt. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe jetzt sehr, sehr lange geredet. Ich habe aber auch schon mal versucht, das Ganze kürzer zu fassen. Es gibt beim NDR einen Science-Slam-Podcast, da habe ich das mal versucht, in 10 Minuten meine Forschung darzustellen. Wenn Sie das interessiert, wenn Sie Lust haben, dann auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer im Netz, dann einfach mal schauen und gerne für meinen Beitrag abstimmen. Und ansonsten bleibt mir nur, mich noch einmal ganz herzlich zu bedanken für die Gelegenheit. Und jetzt freue ich mich auf Fragen, hoffe, sie beantworten zu können und auf einen Austausch und eine Diskussion. Vielen Dank. Ja, also herzlichen Dank für diesen Exkurs in den literarischen Rachediskurs, aber auch für diese, es sind ganz viele Begriffe, glaube ich, gefallen, also dieses Post-Shoah-Nachdenken über Recht, Versöhnung, Unversöhnlichkeit, Rechenschaft, Justiz, Vergeltung und auch, was ich denke, dieser Rachediskurs macht ja auch, hat ganz, ganz viele Querverbindungen und Verflechtungen zu dem Widerstandsdiskurs. Also sozusagen diesen Begriff des Widerstands und der Rache, die sind eigentlich auch gar nicht so scharf zu trennen. Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Das ist natürlich, also ich versuche, Sie haben das gemerkt, ich habe relativ viel von diesen Begriffen verwendet, ja. Versuche aber mich nicht die ganze Zeit in Definitionsversuchen zu verlieren, weil erstens können das andere besser. Also wenn ich mit Philosophen und Philosophinnen über dieses Thema spreche, dann führt das immer sofort dazu, dass man dann an den Begriffen arbeitet und versucht, die möglichst trennscharf voneinander zu unterscheiden. Aber gerade was du mit dem Widerstand sagst, das gilt auch für Begriffe wie Selbstverteidigung. Also im juristischen Raum, sozusagen im juristischen Diskursraum, ist der Unterschied zwischen legitimer Selbstverteidigung und nicht legitimer Selbstjustiz, also Rache, ist sehr, sehr, sehr fein. Und das ist häufig nur eine Frage der Zeit, die vergeht vor dem Zurückschlagen. Bei Widerstand ist es genauso. Das ist besonders dort interessant, wenn es wie bei Primo Levi um Partisanengeschichten geht. Also Partisanen, die sich im Widerstandskampf und sozusagen im Partisanenkrieg mit den Nazis und mit den Deutschen befunden haben und für die der Krieg vielleicht nicht zum gleichen Zeitpunkt geendet hat, wie für die regulären Armeen. Und sozusagen, an welchem Punkt kippt Widerstand in Rache? Und wie wird das dann, das ist natürlich das, was mich dann interessiert, wie wird das in der Literatur gemacht? Also wie macht zum Beispiel Primo Levi das? Der erzählt vorher ganz viel von den verschiedenen Abenteuern dieser Partisanengruppe. Die ziehen so einmal quer durch Osteuropa. Das ist so eine Mischung aus Geschichten, die er gehört hat, Dingen, die er sich ausgedacht hat. Das ist eine fiktive Partisanengruppe. Und ganz am Ende aber, als sie dann sozusagen ins schon besetzte und besiegte Deutschland kommen, dann gibt es diese Rache-Episode. Und die unterscheidet sich dann schon in der Art, wie sie darüber sprechen, wie sie das reflektieren, von dem, was sie vorher gemacht haben. Also irgendwo gibt es natürlich zwischen Widerstand und Rache einen Unterschied, aber beides kann bis zu einem gewissen Grad legitimiert werden. Es muss nur sozusagen anders erzählt werden, es muss anders legitimiert werden. Ja, ich werde jetzt dann gleich auch den Floor öffnen für Fragen. Was mich noch interessiert, ist aber nochmal zurückzukommen zu diesen Begriffen. Auch dieser Begriff der Zeugenschaft. Zeugenschaft, ja, dokumentieren, um Unrecht
zu eben auch ahndbar zu machen, ja, aber auch Zeugenschaft als Rache. Und ich glaube, in den ganz frühen Texten, auch in diesen Yizkor-Büchern, in vielen jiddischen Texten, ist dieses Dokumentieren auch mit irrsinnig blutigem Vokabular beschrieben. Also dass sozusagen dieses Dokumentieren ja auch Rache oder ein Teil dieser Zeugenschaft, die dann eben zu Verbrechen erst ahndbar macht oder bekannt macht. Ja, ja. Ja, ich meine, das war ja sozusagen eine der Hauptmotivationen im weiteren Verlauf der Geschichte für das Oenig-Schabbes-Archiv, für das Ringelblum-Archiv, dieses obsessive Dokumentieren von allem, um einem späteren, zu dem Zeitpunkt ja noch völlig imaginären Gerichtsverfahren zum Material liefern zu können, damit eben nicht, ich weiß nicht, wer diesen wunderbaren Dokumentar oder Doku-Fiktionsfilm Who Will Write Our History gesehen hat über das Ringelblum-Archiv. Da geht es genau darum, also etwas vorzubereiten, was man selbst gegebenenfalls nicht mehr erleben wird, weil man sozusagen das Zeugnis nur schriftlich ablegen und dann vergraben kann. Und da in diesen Zeugnissen aber, gerade im Ringelblum-Archiv oder auch im Archiv aus dem Ghetto Białystok und anderen zeitgenössischen Dokumenten, findet sich aber auch dieser ganz explizite Rachewunsch oder diese Aufforderung an die Überlebenden und die Nachkommen, in irgendeiner Form Rache zu nehmen, der findet sich dort auch sehr, sehr prominent. Also auch in den Yizkor-Büchern finden sich diese Passagen. Und da ist noch ein Punkt, über den ich jetzt gar nicht gesprochen habe, der mich aber sehr bewegt. Und das ist die Frage, in welcher Sprache wird so etwas eigentlich geäußert? Es macht einen riesigen Unterschied, ob ich auf Jiddisch schreibe, Jiden nehmt ne komme, also Juden nehmt Rache, habe ich ein völlig anderes Publikum, als wenn ich das auf Englisch, auf Französisch, auf Deutsch oder in irgendeiner anderen global etwas verständlicheren Sprache schreibe. Und tatsächlich lässt sich das, ich habe das für Elie Wiesel mal gemacht, lässt sich das anhand der Texte und ihrer Übersetzung teilweise richtig, richtig nachvollziehen, wie die modifiziert werden und wie die Rache sozusagen hoch oder runter geregelt wird, je nachdem, was für ein Publikum man schon aufgrund der Sprache, die gewählt ist, sich vorstellt. Gut, dann danke nochmal und Fragen aus dem Publikum. Es können auch Fragen im Chat gestellt werden, die werde ich dann verlesen. Mikro. Ja, ich habe eine Vermutung zu Ihren drei Fragen am Schluss. Warum hat das jetzt so unglaublich zugenommen? Vermute ich Ihre mittlere Annahme, dass die zeitliche Distanz eine so wesentliche Rolle gespielt habe, scheint mir die entscheidende zu sein. In Österreich ist es evident, das öffentliche Bewusstsein und die große öffentliche Diskussion hat überhaupt erst in der zweiten Hälfte der 80er Jahre mit dem Fall Waldheim begonnen. In der Bundesrepublik war das alles etwas anders gelagert, aber die Justiz hat sich in der Bundesrepublik auch nicht viel anders verhalten als in Österreich. Wie wir wissen, nur das Grundverständnis war in der Bundesrepublik ein anderes. Und ich glaube, zunächst einmal, im Zuge der Waldheim-Geschichte kann ich mich erinnern, ist auf meinem Schreibtisch ein Buch gelandet über den Nationalsozialismus im Pitztal. Und da habe ich mir gedacht, jetzt sind wir da allmählich ein bisschen durch, was natürlich überhaupt nicht der Fall gewesen ist, sondern die Literatur, ich spreche jetzt von den Historikern, ist weiter angeschwollen und weiter angeschwollen und ist überhaupt noch nicht am Ende. Und ich glaube, ein entscheidender Sprung ist auf der ästhetischen Ebene passiert im ZDF, als das ZDF, das war Herr Knopp, begonnen hat, die Szenen nachzustellen. Bis dahin gab es die Dokumentationen mit dem vorhandenen dokumentarischen Material. Filmszenen, Tonszenen, Fotografien und, und. Und dann wurden die Szenen nachgestellt
Und das hat bedeutet, dass der Umgang mit dem Nationalsozialismus spielerischer geworden ist. Ich würde es so bezeichnen. Das heißt, es hat sich die Ästhetik geändert und gleichzeitig ist aber speziell in Deutschland auch eine gewisse, in dem Moment, wo man Befreiter geworden ist, eine gewisse Besessenheit mit dem Thema gekommen, weil der Nationalsozialismus in seiner Grauenhaftigkeit auch viel besser ästhetisierbar geworden ist. Also wenn Sie zum Beispiel schauen bei ZDF Info, da würde ich sagen, fast 50% des Programms von ZDF Info ist Nationalsozialismus. Mhm. Und das alles hängt aber damit zusammen, dass es noch immer so spannend ist, aber es ist viel leichter geworden, damit umzugehen. Und in dem Moment, wo es leichter geworden ist und spielerischer geworden ist, ist es naheliegend, dass auch die Rachefantasien eine ganz andere Dimension annehmen, weil man damit spielerischer umgehen kann. So in die Richtung irgendwie. Ich wusste nicht, dass es diese Serie gibt, mir ist das nicht aufgefallen. Aber als Sie das gesagt haben, habe ich mir gedacht, in die Richtung irgendwie könnte eine Vermutung gehen. Es hängt mit der Ästhetisierung zusammen. Das auf jeden Fall. Ich muss jetzt, vielen Dank für den Input. Ich versuche das jetzt sozusagen noch so ein bisschen weiter zu denken, weil es ja sich gezeigt hat, dass das durchaus kein deutsches oder österreichisches oder auch nur europäisches Phänomen ist, sondern tatsächlich ein globales. Also das ist ja bis zu einem gewissen Grad richtig internationalisiert. Also wenn Sie internationale Filmproduktionen oder eben diese Serien sich angucken, deutsch-israelische Koproduktionen inzwischen häufig unter Beteiligung der öffentlich-rechtlichen Sender, die da irgendwie also auch einfach Geld investieren, weil sie glauben, an diesen Geschichten, an diesen Filmprojekten ist irgendwie was dran. Das hat also definitiv etwas mit der Ästhetisierung zu tun und mit neuen Möglichkeiten. Ich frage mich, ob nicht an der einen oder anderen Stelle, und das vielleicht weniger in den ganz großen, gewissermaßen Mainstream-Produktionen, sondern in eher kleineren Theaterproduktionen, dann auch immer der Versuch besteht, genau diesem leichteren Umgang etwas entgegenzusetzen, nämlich ein durchaus schwieriges Thema. Also es gab im Gorki-Theater vor einigen Jahren zwei Theaterproduktionen, die sozusagen ganz explizit sich mit jüdischen Rachefiguren beschäftigt haben, die ganz bewusst versucht haben, sozusagen unbequem zu sein und nicht das sozusagen konsumierbar zu machen. Also da ist da noch ein, also einerseits eine Leichtigkeit, andererseits schon noch der Versuch, Dinge zu finden, die hier nochmal was in Bewegung setzen. Also dass man wirklich nochmal anders nachdenkt. Nicht einfach ZDF-Info laufen lässt und sich daran erfreut oder das einfach sich berieseln lässt, sondern wirklich gewissermaßen aktives und kritisches Erinnern befördert, indem man diese bislang nicht oft oder noch gar nicht erzählten Geschichten erzählt. Das wäre sozusagen eine Idee oder eine These, dass man sagt, da ist eine Energie oder da ist eine Möglichkeit hier auch Erinnerungsdiskurse und Erinnerungskulturen, die ja in vielen Stellen, also ich weiß es jetzt vor allen Dingen aus dem deutschen Kontext natürlich, einfach ritualisiert sind und verkrustet sind und eingefahren sind, Jahr für Jahr zu den Gedenktagen, die nochmal aufzubrechen, indem man Geschichten erzählt, die nicht zu dem passen, was wir uns bisher sozusagen angewöhnt haben, über unsere Vergangenheit uns gegenseitig zu erzählen. Gibt es sonst hier jetzt Fragen? Ja. Ich habe nur eine ganz kleine Frage. Es war auch angegeben, dass Sie gezeigt haben, Isaac Bashevis-Singer. Also ich kenne das nicht. Inwieweit hat er sich mit dem Thema Rache befasst? Also ich, Bashevis-Singer hat unglaublich viel geschrieben. Ja. Ne? Also es war ein Graphoman. Der hat ja wirklich wie ein wilder Romane, immer erst auf Jiddisch und dann irgendwie so in halber selbst, halber unterstützter Übersetzung produziert. Ich kenne tatsächlich diesen einen von ihm wegen des
Motivs der Rache, das ist dort, also in Feinde, Enemies, A Love Story, Feinde, Geschichte einer Liebe, da ist es tatsächlich, sozusagen taucht das immer wieder auf. Das ist für den Plot, ist das völlig unerheblich. Da geht es ja um so Liebes- und Dreiecksbeziehungen, Verhältnisse zwischen Überlebenden und Schuldgefühle, die von Europa mit nach Amerika genommen wurden. Aber diese Figur wird sozusagen von diesen Rachefantasien gewissermaßen gepeinigt. Das sind so Tagträume, die ihn mitten auf der Straße in New York überfallen oder irgendwo im Resort, wo er am Seeufer steht und plötzlich Hundegebell hört, was nicht da ist. Ich kann tatsächlich nicht sagen, ob das bei Chavis Singer auch in anderen Texten noch eine Rolle spielt. Ich würde fast sagen, es lässt sich sicherlich noch was finden. Da muss man halt mal viel Zeit investieren und danach suchen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich auf den Text gekommen bin. Also ganz viel von dem, was ich Ihnen jetzt so in so einem Schnelldurchgang vorgestellt habe, habe ich tatsächlich genau durch solche Formate zugetragen bekommen. Also indem ich Leute mit meinem Thema nerve und die mir dann sagen, kennen Sie eigentlich das und hast du das nicht schon mal gelesen? Weil natürlich werden die wenigsten literarischen Texte mit dem Stichwort Rache beworben oder verschlagwortet. Und interessant sind ja auch tatsächlich dann die Texte, die das gar nicht als Hauptthema haben, sondern ebenso wie in dem Fall von Chavis Singer, das einfach so miterzählen, was ja auch eine gewisse Selbstverständlichkeit transportiert, wenn das nicht erklärt werden muss, wenn es einfach völlig klar ist, dieser Überlebende, der trägt das mit sich herum. Ob er in New York ist oder wo er auch ist, ist völlig, völlig egal. Der trägt das mit sich herum und das lässt ihn nicht los. Und diese Mini-Elemente der Rache, die finden Sie in ganz, ganz vielen Texten. Die sind unglaublich schwer aufzuspüren. Aber auch also in deutschsprachiger Gegenwartsliteratur gibt es das immer wieder. Dass sie hier so eine kleine Bemerkung, manchmal wird damit auch nur kokettiert. Oder es ist irgend so ein ironischer Dreh, aber es ist immer da. Also da ist was nicht gelöst ist und was vielleicht auch gar nicht gelöst werden möchte. Ich hätte noch eine zweite Frage. Es gab ja in der deutschen Rechtsprechung eine Änderung insofern, als die Teilnahme etwa an der Arbeit in einem Konzentrationslager eine Teilnahme an einem Gesamtverbrechen war, nicht in Österreich. Mhm. Und das stellt natürlich schon eine gewaltige Änderung dar. Und hat sich das irgendwo in dieser Racheliteratur ausgewirkt oder nicht? Also es kam ja wahnsinnig spät und diese Fälle, wo ein 95-Jähriger gekommen ist und eigentlich muss man, wenn man für Gerechtigkeit steht, sagen, viel zu spät natürlich. Ja. Gar das keine war ja Frage. Ja. Aber ob das sozusagen irgendwo einen Niederschlag gefunden hat? Das ist eine sehr interessante Frage. Das ist ja wirklich eine Entwicklung der jüngsten Vergangenheit. Also um diese letzten Prozesse, die ich ja teilweise auch erwähnt habe, um die überhaupt möglich zu machen. Ja. Also die Wächter und die Sekretärinnen und so sozusagen die Aura, die personelle Aura sozusagen des Konzentrationslagers überhaupt zur Verantwortung ziehen zu können, war das ja sozusagen notwendig, eben genau diesen Beihilfebegriff neu zu fassen. Also ja auch mit höchstrichterlichem Beschluss. Ich habe tatsächlich noch keinen Text gefunden, was nicht heißt, dass es ihn nicht gibt oder sogar mehrere, die sich explizit mit diesen jüngsten Prozessen beschäftigen. Also ich weiß, es gibt zum Demjanjuk-Prozess gibt's von Philip Roth, gibt's einen Roman, Operation Shylock. Das ist Roth, oder? Da ist es schon mal ganz explizit und sehr aufwendig und ambitioniert literarisch verarbeitet worden. Aber diese ganz jüngsten Prozesse, das wäre spannend, wenn sich da mal jemand von den aktuellen Autoren oder Autoren hinsetzt und darüber literarisch arbeitet. Mir ist nichts bekannt, aber wenn Ihnen was auffällt, sagen Sie mir Bescheid. Ja, ich habe die zwei Fragen im Blick. Wir haben aber auch eine Frage aus dem Chat. Oh, das ist aber sehr erfreulich. Das möchte ich auch gerne vorlesen.
Katharina Kritschall fragt, haben Sie sich schon mal Gedanken über den Zusammenhang von Rache und Humor in der literarischen und filmischen Verarbeitung der Shoah gemacht? Ich weiß nicht, ob was dran ist. Oh, jetzt muss ich scrollen. Ich kenne nur eine kleine Auswahl. So. Aber wenn ich an Nazi und der Friseur in Glorious Bastards das Ende von Sein oder Nichtsein denke, scheint mir, dass unter Umständen vielleicht eine Korrelation zwischen dem Einsatz von humoristischen Elementen und Rachemotiven besteht. Ah, das ist eine sehr schöne Frage. Ich hoffe immer, da die Zeit bei so einem Vortrag ja begrenzt ist, hoffe ich immer, dass die ganzen Dinge, die ich rauslassen musste, dann anschließend bei den Fragen sozusagen nachgetragen werden können. Und die Frage des Humors, des wer zuletzt lacht, ist ganz zentral. Also es gibt viele Texte, die damit überhaupt gar nichts zu tun haben. Aber es gibt gerade, und die Fragestellerin hat das erwähnt, gerade im Kino, gibt es eben viele einschlägige Versuche, sozusagen über den Witz und über den Humor Rache zu nehmen. Also ich will nur noch ein ganz wunderbares Beispiel. Das ist tatsächlich eine Literaturverfilmung, beziehungsweise es gibt einen Roman von Romain Gary, Der Tanz des Genghis Khan aus den frühen 70ern ist der, glaube ich. Und die Geschichte ist, ein ermordeter jüdischer Komiker sucht als eine Art Dibbuk seinen SS-Mörder heim nach dem Krieg. Der lässt ihn einfach nicht mehr in Ruhe. Der ist immer da und redet ihn voll und bringt ihn völlig durcheinander. Der ist bei der Polizei jetzt Kriminal-Oberkommissar oder Hauptinspektor oder irgendwas und muss eine Mordserie aufklären, eine völlig mysteriöse. Und gleichzeitig hat er diesen Dibbuk, diesen jüdischen Komiker die ganze Zeit an der Backe, der ihm lauter Dinge einflüstert. Und es gibt von dem ersten Teil von diesem Roman gibt es eine wunderbare BBC-Verfilmung aus den 90ern, die dann nochmal das, was im Roman schon angelegt ist, mit den Mitteln des Films und auch den filmischen Konventionen der Komik dann sehr, sehr, finde ich, sehr gelungen umsetzt. Und hier, ich glaube, es ist beworben worden mit dem Spruch, Revenge can be hilarious. Also Rache kann unglaublich komisch und lustig sein. Also da gibt's andere, weil ich habe so eine ganze Sektion von Texten, kann ich jetzt natürlich nicht alle verraten, eine ganze Sektion von Texten, Beispielen, die genau das machen. Da gehört Hilsenrath natürlich dazu, aber auch noch andere. Aber das ist schon, ist sozusagen eine eigene und eigentümliche Art des Umgangs, zu sagen, sozusagen, wir machen eben gerade nicht die exzessiven Gewaltfantasien und nicht irgendwelche subtilen Formen der Rache, sondern wir versuchen das sozusagen über den Humor und über die Kraft des Lachens und des Lächerlichmachens. Ja, dann, mir ist nur jetzt eingefallen, Anfang der 90er Jahre gab es im Berliner Ensemble ein Eva-Braun-Stück. Ausgerechnet im Berliner Ensemble, war ein Monolog von der Corinna Harfouch, die da inmitten ihrer vielen Schuhe gestanden ist, soweit ich mich erinnern kann, und darüber fantasiert hat, über den großen Film, den Hollywood drehen wird, über diese ganze Geschichte. Und der Clark Gable muss den Adolf spielen und das muss der Adolf einsehen. Und sie selber will aber die Rolle übernehmen, das kann keine andere. Gut, und am Ende dieses Monologs habe ich mich gefragt, beginnt man jetzt allmählich ihr den Daumen zu halten, ob es vielleicht für sie doch gut gehen könnte? Und nachher habe ich mir gedacht, nachdem das ja eine so unglaubliche Geschichte ausgerechnet im Berliner Ensemble war, wenn das möglich ist, dann ist natürlich auf der Gegenseite auch wieder das Feld frei für das, wovon Sie gesprochen haben, was sich in den letzten Jahrzehnten abgespielt hat, was ich nicht wusste an literarischen Rachefantasien, weil mit solchen Produktionen wie diesem Eva-Braun-Stück ist einfach alles aufgemacht und alles möglich geworden auf der Ebene der literarischen Verarbeitung. Ja. Das ist auch, glaube ich, wirklich, es ist schön, dass Sie das nochmal betonen, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die immer mal wieder
durcheinander geworfen wird, die Unterscheidung zwischen dem, was auf einer Theaterbühne passiert und dem, was im richtigen Leben passiert, dem, was in einem Roman steht und dem, was historisch passiert ist. Also, natürlich hat die Literatur und hat die Kunst ganz andere Möglichkeiten. Die findet zwar auch immer im sozialen Raum statt und die ist auch durch soziale Konventionen gebunden, aber sie kann dann doch andere Dinge sagen und Dinge anders darstellen und diskutieren und natürlich auch anregen. Und im besten Fall, im Sinne einer engagierten Kunst, wirkt sie ja dann auch zurück in die Gesellschaft und stößt Prozesse an, die wirklich auch zu einem veränderten Blick auf die Geschichte führen oder zu einem veränderten Umgang miteinander. Aber hier hat die Literatur doch wirklich enorme Freiheiten. Man darf das tatsächlich nicht, so wie man Rachewunsch und Racheakt nicht miteinander verwechseln darf, darf man sozusagen hier auch Literatur und Realität nicht durcheinander bringen. Das ist gerade bei den jüngeren, sozusagen bewusst provokanten Produktionen oder auch Publikationen. Ich habe jetzt Max Czollek bewusst rausgelassen heute, weil ich über den sonst immer so viel spreche. Aber der kommt vom Theater und ganz viel der Fehlinterpretation, wenn Sie so wollen, oder der Kritik an ihm, seinen Schriften, seinen Essays oder so, speist sich daraus, dass die Leute nicht verstehen, dass hier jemand sozusagen mit den Mitteln des Theaters arbeitet, auch in seinen Essays. Und das funktioniert natürlich nach einer ganz anderen Logik. Gibt's sonst Fragen aus dem Publikum? Ich glaube, im Chat selber habe ich jetzt keine weitere Frage. Muss ja auch nicht. Also. Ja, dann danke dir nochmal für deinen Einführungskurs in die literarische Rache. Wir haben ja noch ganz, ganz kurz Zeit. Ich habe vor kurzem in Münster ein zweitägiges Seminar über Rache und Literatur gemacht. Also ich kann das auch noch wesentlich ausführlicher. Aber man ist hinterher wirklich so ein bisschen geschädigt. Ich merke das jetzt auch, deswegen gibt es den Disclaimer jetzt immer vorneweg. Das ist einfach so menschlich. Das ist, also wir kennen das alle. Jeder, der schon mal im Straßenverkehr unterwegs war und sozusagen ihm Unrecht getan wurde oder ihm sein Recht genommen wurde oder im Berufsalltag oder so. Das ist, also es gibt so, Fabian Bernhard nennt das Mikropraktiken der Rache. Also es gibt wirklich auf den ganz kleinen Ebenen findet das ständig statt. Also wir sind ja die ganze Zeit am Aushandeln. Wer hat Recht, wer hat Unrecht, wie findet menschliches Miteinander statt? Und natürlich ist das in der Literatur von Kinderbüchern, das ist wirklich erstaunlich bis erschreckend, wie viele Kinderbücher ganz explizite lehrbuchartige Rachegeschichten erzählen, bis in allen Genres. Sie werden das, wenn Sie mal darauf achten, wenn Sie sozusagen die Rachebrille einmal aufgesetzt haben, geht das nicht wieder weg. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, auf jeden Fall ist es ein Befund. Ja, und ein Zitat, das mir besonders gefallen hat, war: Durch Rache korrigiert man Machtverhältnisse. Ich glaube, das ist etwas, was auch sehr das nochmal im Kern fasst, was mit dieser literarischen Rache auch bezweckt wird. Ja? Also das, was eigentlich in der realen Welt keinen Rechtsanspruch hat oder keine Möglichkeit der Durchsetzung, das findet einen Raum in der Literatur. Also danke Ihnen und danke auch allen, die über Zoom gefolgt sind, und wir freuen uns auf weitere Live-Veranstaltungen mit Ihnen allen. Danke.